Komm endlich aus deinem Sklavendenken raus, dass du Geld haben musst, um glücklich zu sein, dass du reich sein musst oder sonst irgendwas. Wahrer Reichtum ist schon in dir. Du hast alles schon, was du brauchst. Du hast alle Tools, du hast alle Dinge, die du brauchst. Lediglich, was du noch brauchst, ist der Glaube und der Wille. Der Glaube an dich selbst und der Wille, es durchzuziehen. Was auch immer du durchziehen willst. Um Patte zu machen. Zieh das Ding durch, egal wer was sagt. Und komm aus diesem Sklavendenken raus, dass du arbeiten gehen musst, dass du Rechnungen bezahlen musst, dass du Kinder hast, dass du dies hast, dass du das hast. Das sind alles Ausreden. Das sind alles Ausreden. Und wir sind jetzt 2022, wir sind hier. Es passiert so viel und es ist keine Zeit mehr, um Ausreden zu finden, warum du nicht aufs nächste Level kommst. Deswegen, wenn du wirklich ans nächste Level gehen willst, dann darfst du eines nie vergessen. Wille und der Glaube an dich selbst wird dich überall hinführen, wo du willst. Aber deine Angst wird dich immer aufhalten. Deine Angst vor neuen Erfahrungen, deine Angst vor Investitionen in deine Träume, in deine Ziele oder sonst irgendwas, nur weil du denkst, oh nein, ich verliere Geld oder sonst irgendwas, komm aus deinem Sklavendenken raus. Geld ist ein Mittel zum Zweck. Es ist kein Gold, es ist kein. Weißt du, was ich meine? Wir stellen es alle zu oder zu viele Menschen stellen Geld zu hoch auf das Podest. Aber es ist nur ein Mittel zum Zweck, zum Investieren, zum Kaufen, zum Verdienen. Weißt du, was ich meine? Deswegen schalte dieses Sklavendenken aus, dass du dir sagst, ich muss dies, ich muss das haben, ich muss jenes haben. Und wenn das dann erstmal heißt, dass du eine Zeit lang ein bisschen sufferst, wenn du weißt, was das heißt, einfach so ein bisschen hungerst in einer gewissen Zeit, dann ist das halt nun mal so. Was denkst du, wie oft ich gehungert habe? Aber ich bin jedes Mal stärker geworden, weil ich immer oder nie den Glauben an mich verloren habe, dass ich mir so gesagt habe, es wird alles gut. Es wird sich, auch wenn es ein paar Monate dauert, es wird sich rentieren. Es wird sich belohnt machen. Und jedes Mal war es so. Jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ich werde so und so viel verdienen, es wird das und das kommen, es wird das und das passieren, es ist gekommen. Deswegen hab immer den Glauben an dich selbst. Alles, was du dir vorstellst, kannst du anziehen, wenn du es wirklich willst und wenn du daraufhin arbeitest. Aber wenn du faul bist, darfst du dich nicht wundern, wenn die Dinge nicht passieren, so wie du es willst. Deswegen sei niemals faul, glaub an dich selbst. Peace.